Hallo und herzlich willkommen, die Freunde, zu einer wundervollen neuen Folge von Hearthstone. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe mich jetzt schlussendlich dazu entschieden, mal ein Wild Deck mit der neuen Expansion zu spielen. Und es gab tatsächlich ein Wild Deck, das mir da sowas von ins Auge geschossen wurde, möchte ich jetzt einfach mal sagen, vom Internet. Denn es ist unglaublich stark, dominiert gerade wirklich den Wild Meta Pool, möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Und ja, dieses Deck ist tatsächlich nicht mal so teuer. Man kann es hier relativ billig bauen mit relativ wenigen Legendaries und dabei handelt es sich um den Ord Paladin. Ihr wisst ja, Leute, ich habe Ord Paladin schon seit jeher gehasst. Das ist ein Deck, das ich super ungern spiele. Nichtsdestotrotz möchte ich es euch einfach zeigen, weil es meiner Meinung nach für Wild-Spieler ein ziemlich gutes Deck ist momentan, um gegen solche Decks wie zum Beispiel Raza Priest, ein Deck, was ich tatsächlich noch mehr hasse, einfach zu bestehen. Wie geht dieses Deck also tatsächlich? Ihr habt eine standardmäßige, klassische, einfache Combo, möchte ich einfach mal sagen. Und das ist Baku the Moon Eater plus eure Hero Ability. Denn ihr bringt mit eurer Hero Ability immer zwei wundervolle 1-1er Dudes aufs Spielfeld anstatt nur einen. Was schon mal ziemlich strong ist. Doch das wollt ihr natürlich auch ein bisschen ausnutzen. Deswegen habt ihr hier sehr starke Karten, um das zu abusen. Wie zum Beispiel Lothraxian the Redeemed. Er ist die neue Legendary des Paladins und meiner Meinung nach super dumm einfach nur, denn er ist 5 Mana, hat einen Battlecry, for the rest of the game, after you summon a Silverhand Recruit, give it Divine Shield. Und dann habt ihr natürlich noch so einen Kollegen wie den Carnival Barker mit 3 Mana, 3-2, whenever you summon a 1 Health Minion, give it +1/+2. Was natürlich auch super insane ist in dieser Kombination. Dann habt ihr aber noch, weil ihr ja Wild spielt, solche Karten zur Verfügung, wie zum Beispiel Master for Battle. Ihr summont 3-1-1er, die durch Lothraxian the Redeemed hier einfach mal kurz Divine Shield kriegen, weil sie nämlich Silverhand Recruits sind. Und natürlich noch, wenn ihr einen Carnival Barker draußen habt, nochmal, weil sie One Health Minion sind, +1/+2 bekommen. Aber noch nicht genug, liebe Leute, denn natürlich fehlen da noch ein bisschen Buffs. Ich meine, die müssen ja stärker werden, die kleinen Silverhand Recruits. Deswegen gibt es noch Warhorse Trainer, gibt allen unseren Silverhand Recruits +1 Attack. Wir haben hier den Quartermaster. Er gibt all unsere Silverhand Recruits +2/+2. Und wenn das noch nicht reicht, dann haben wir natürlich auch noch so Karten zur Verfügung wie Blessing of Authority +8/+8 auf einen Minion. Ihr merkt schon, dieses Deck ist relativ dumm, weil es einfach unglaublich stark ist und unglaublich potent. Doch nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass der Gegner mal euer Board einfach zerstört. Und dann habt ihr natürlich immer noch was in der Hinterhand, denn ihr habt den Corridor Creeper. Corridor Creeper war schon immer eine sehr starke Karte, denn er kostet irgendwann mal einfach 0 Mana. Wenn ein Minion stirbt, wird seine Mana-Kosten immer um 1 reduziert. Und ja, ihr wollt halt viele kleine Dudes dann sterben lassen. Er wird immer billiger, ihr spielt ihn raus, gebt ihm den Blessing of Authority. Er ist ein unglaublich fetter Beater, den der Gegner erstmal handeln muss. Natürlich habt ihr auch noch gegen Control Decks einen Ass im Ärmel. Ihr habt nämlich Divine Favor hier im Deck. Divine Favor ist ein unglaublich starker Card Draw gegen jegliches Deck, das halt mehr als eure Hand auf der Hand hat. Gut, ich hätte mal gesagt, genug erklärt. Ihr merkt selber schon, das ganze Deck ist hier so ein bisschen ein Witz, möchte ich einfach mal sagen, denn es ist unglaublich stark. Ich möchte es trotzdem einfach mal testen. Ich bin momentan Rank 10, Bronze 10 in Wild, weil ich bisher noch nicht wirklich Wild spielen konnte und das tatsächlich auch noch nicht gemacht habe. Aber vielleicht können wir hier jetzt so ein bisschen die Wild-Meta ebenfalls einläuten. Ich bin ja persönlich, wie gesagt, ein großer Fan von Wild, aber das Problem ist halt einfach, ich kann nicht alles auf einmal spielen, auch wenn ich es gerne würde. Was haltet ihr eigentlich vom Dude Paladin? Könnt ihr mir ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, das würde mich ungemein interessieren und das ist eine relativ schlechte Starthand. Man versucht tatsächlich mit dem Dude Paladin ein bisschen in andere Kartengefilde zu kommen, möchte ich einfach mal sagen. Animated Broomstick und sowas sind da gar nicht so gut. Obwohl ich sagen muss, dass Righteous Cause in diesem Deck dennoch ein sehr gutes Secret, ein sehr gutes Sidequest ist. Wahrscheinlich haben wir es hier mit einem Totem-Schamane zu tun. Oder alternativ, was auch sehr gut sein kann. Oh, wow, Lost in the Jungle. Ja gut, wir gehen trotzdem erstmal hier für unsere Sidequest, weil wir können dann nämlich hier +2 spielen. Dann haben wir in 2 Zügen haben wir die Quest fertig und kriegen erstmal ein relativ fettes Board. Okay, es ist also aggro. Es ist nicht even.
Ich habe gerade schon gedacht, das ist even, aber mit dem ist es halt definitiv. Oh, okay. Das ist nicht ganz so nice, aber okay, würde ich mal behaupten. Ja, wir packen mal das hier raus. Kriegen hier einen Counter und noch einen Counter. Und im nächsten Zug hole ich halt das Ganze raus und mache hier ein paar schöne Sachen. Er sagt schon mal, that's incredible. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er das incredible findet. Was spielt er jetzt hier? Totem Golem. Das wäre so der Klassiker, Leute. Es wäre der Klassiker. Oh, er spielt Murloc. Oh mein Gott, Murlocs sind tatsächlich ziemlich nice, glaube ich, gegen dieses Deck, würde ich mal behaupten. Das macht das Ganze tatsächlich noch besser. Das heißt also, ich spiele Tour Guide. Ich nutze meine Hero... Oh, nee, wait. Habe ich mir meine Combo kaputt gemacht? Ich glaube tatsächlich, habe ich mir meine Combo ja ein bisschen kaputt gemacht. Ah, naja, so ist es nun mal. Ich kriege damit leider weniger Buffs, als ich jetzt erhofft hätte. Damit hätte ich ein Minion mehr bekommen, wenn ich es richtig jetzt durchgerechnet habe. Aber das ist okay. Wir spielen die zwei ja auch noch raus. Spielen den hier noch raus. Und ja, jetzt wird mal hier ein bisschen auf den Putz gehauen, Leute. Zack. The battle. Und spielen dann erstmal den hier raus. Corridor Creeper. Und schauen wir mal, wie er gegen dieses Board jetzt ankommt. Ich meine, es ist Murlocs, Leute. Das heißt, also, er wird hier jetzt... Wir müssen hier tatsächlich traden, haben aber halt die ganze Zeit diesen Refill durch unsere Hero Ability. Das ist tatsächlich ein Minion, den ich 100% wegpacken muss, weil er refillt halt meinem Gegner seine Hand immer wieder relativ fleißig. Oh, bitte lass es nicht einen Zero-Drop sein. Nein, er spielt noch einen One-Drop raus. Das ist halt... Er möchte mit ihm auf jeden Fall Sachen machen. Und wenn er halt Doppel-Underbelly-Angle hier rausgezogen hat, wäre das natürlich für ihn super nice. Ich spiele hier mal so. Der muss definitiv weg hier. Wie viele Minions kriege ich hier raus? Ich mache hier den Hit, ich mache hier den Hit. Ich darf aber auch nicht zu viel traden tatsächlich. Ich gehe jetzt mal hier noch für. Und wir hitten ihn einmal face. Haben trotzdem ein sehr, sehr starkes Board, auch wenn wir keine Karten mehr auf der Hand haben. Der Schamane hat tatsächlich dieselbe Problematik mit dem Refill, wenn er keinen Underbelly Angler hier rausgezogen hätte. Ich glaube, wir hätten hier auch sehr, sehr aggressiv gehen können. Es wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Okay, Burlock ist actually ein ziemlich guter Draw gewesen aus dem Underbelly Angler, weil er sonst nämlich hier jetzt über mehrere Züge 5 Schaden immer wieder gefressen hätte. Und wir beide ziehen eine Karte. Was auch nicht schlecht. Obwohl das tatsächlich nicht so eine Karte ist, die ich hier gerne sehe. Okay, oh mein Gott, Quartermaster ist halt am Start, Leute. Wir gehen also für die Hero Ability. Trade. Leeres Board hier erschaffen. Spielen ihn hier raus. Und für den nächsten Zug haben wir dann the perfect play, indem wir Hero Ability Quartermastern und dann ihn richtig hart ausmachen. Also Quartermaster ist halt einfach eine insane Karte, die man auf 5, teilweise auf 6 einfach rausspielt, um das komplette Board dann hier zu swarmen, zu buffen und alles eskalieren zu lassen. Es wäre natürlich traurig, wenn das schaffen würde, hier meine Dudes wegzumachen. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, dann sind wir eigentlich ganz gut dabei. Dann kriegen wir jetzt hier richtig gute 3-3s raus, die... Why? Mein Gott, hey. Mein Gott, warum tust du mir das an? Ja, dann machen wir hier so, machen hier so, töten den hier. Er hat 2 Karten auf der Hand und ich fange jetzt an, hart zu hitten. Desto mehr Karten er halt zieht, desto besser wird Divine Favor jetzt für mich. Aber das ist halt so der Nachteil. Divine Favor ist so eine, um gegen Control-Decks tatsächlich schneller zu sein. Wir haben jetzt hier 14 Damage am Start. Ich glaube, ich hätte schon früher aggressiv gehen können. Oh, die Wolf, what? Und actually ist es nicht so schlecht. Wir haben 3 Schaden verloren und es liegt größtenteils daran, dass der 0-2 jetzt hier aufs Spielfeld gekommen ist. Murloc Warleader, okay. Akzeptiere ich. Werde ich auf jeden Fall uptraden. Oh, Christology. Oh, das ist ziemlich nice. Broomstick. Ah, wir gehen mal so. Dann machen wir mal so. Dann trade ich hier. Ich möchte ihn definitiv den nicht auf dem Spielfeld lassen. Meine Waffe behalte ich mal noch. Und ich denke tatsächlich, das sollte GG sein. Ich wüsste jetzt nicht, wie er hier noch irgendwie mit seinen Murlocs auftrumpfen könnte. Mir fällt ehrlich gesagt auch keine wirkliche Karte ein, die hier Sinn machen will. Oh, er könnte Lightning Strike haben an der Stelle. Hat er Lightning Strike? Nee. Doch? Toxfin. Nice.
Ja, yeah, well played, er wird surrendern. Oh, wieder nicht. Okay, natürlich ist mal ihn hier. Dann töte ich ihn hier und ihn hier. Spiele Lothraxian. Damit habe ich halt dauerhaft meine Divine Shield. Das ist halt wirklich dumm, Leute. Lothraxian, wenn ihr den frühzeitig ziehst, dann ist es halt pff, GG. Es ist mehr als nur GG. Und der Surrender. Ja, Leute, erstes Game. Ihr habt schon gemerkt, ich habe das Deck jetzt relativ controllig gespielt. Das hat tatsächlich so meiner Meinung nach ein bisschen den Hintergrund. Es hätte sehr, sehr gut sein können, dass der gegnerische Schamane hier mit seinen Murlocs auch relativ krass zoomen könnte. Deswegen habe ich so viel wie möglich getradet. Denn der große Vorteil, was dieses Deck hier wirklich von 90% der anderen Agro-Decks unterscheidet, ist halt einfach, dass ihr dieses Board dauerhaft refillen könnt durch eure Hero-Ability. Es ist super stark, meiner Meinung nach, und ich denke tatsächlich auch, dass es ein bisschen broken ist in gewisser Hinsicht, möchte ich mal sagen. Doppel One-Drop nehme ich mal gerne hier an. Ich meine, ich kann dann 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort machen. Und wir haben endlich mal den neuen Coin zur Verfügung, Leute. Ich habe endlich alle Karten der neuesten Expansion und da bekommt man ja diesen wunderschönen Coin, den ich persönlich echt ziemlich cool finde, wenn ich ehrlich bin. Agro? Könnte Pain sein. Das ist halt auch eine schöne Combo, Broomstick, ihn hier vielleicht vorher rausgespielt zu haben und dann die Viecher ineinander rennen zu lassen. Also hier mache ich definitiv den Trade, wenn das mir ermöglicht. Er spielt Mortal Coil, okay. Jetzt hat er zwei von den Clowns hier. Eieiei. Okay, Corridor Creeper. Ich könnte hier für die Hero Ability gehen plus meinen Righteous Protector. Ich gehe tatsächlich nur für die Hero Ability. Ich glaube tatsächlich, das große Problem wird, wenn ein richtig fetter Beater rauskommt. Dann brauche ich meinen Animated Broom, dann brauche ich meinen Lost in the Jungle und so weiter und so fort, um hier einen sauberen Play zu machen. Er hat sich jetzt schon 6 Schaden gemacht. Hier macht er nochmal durch die Hero Ability sich nochmal Schaden. Das heißt also, sein Flash Giant kostet jetzt gerade nur noch nicht mehr so wirklich viel. Das ist okay, dass er mich hier ein bisschen hittet. 3. Ich meine, der würde definitiv sterben, leider. Traden hier mal sauber ab. Warten noch einen Zug ab. Und hoffen, dass er keinen Giant spielt. Ich denke tatsächlich, er wird hier auf Aggro gehen. Versucht uns hier zu out-aggroen. Aber dann gehen wir auf die vielen Trades. Okay, Cobalt Librarian ist sehr stark an dieser Stelle. Damit kann er nochmal Hero Ability. Kann hier Free Hero Ability. Okay, ist also auf 2 Mana wieder. Zieht eine Karte nach. 2 Mana, zieht eine Karte nach. Traded. Bietet mir aber hier die Möglichkeit. Oh mein Gott, das ist halt richtig schlecht für ihn, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Denn ich spiele erstmal Lost in the Jungle. Ich spiele den Kollegen hier raus. Ich spiele Coin Rush to everyone. Und dann mache ich den Trade hier. Ich spiele ihn noch raus. Ich trade hier, hier, hier und hier und mache einen Turn und habe damit eigentlich das komplette Spielfeld kaputt gemacht von ihm. Das heißt also, Buffs sind für ihn jetzt erstmal passé und er hat schon sehr, sehr viel eigentlich rausgehauen. Das heißt also, er müsste halt wirklich jetzt irgendwie auf die Giants oder sowas kommen. Wichtig ist halt, dass wir ihn auf seinen Pain Train hier ausgeschalten haben und das haben wir definitiv an der Stelle. Er ist auf 3 Mana, könnte sich jetzt hier durch diesen Resurrect halt verschiedene Minions rausziehen. Okay, damit ist er auf 0 Mana. Das ist nice. Okay, er hat sich eine Karte hier rausgezogen, die schlecht für ihn ist. Das ist ziemlich gut für mich. Oh mein Gott, das ist richtig, richtig gut für mich.
Reporting for duty. Und damit gehen wir jetzt mal face. Sobald er ein Spell spielt, kriegen meine Dudes alle plus 0 plus 2 Health. Und ich werde mir jetzt gleich richtig schön viele Karten zurück auf die Hand holen. Denn ich denke mal nicht, dass er hier großartig viele Minions rausspielt. Und ich glaube, dass es auch so der letzte Zug sein wird, den er jetzt hier machen kann. Außer er hätte natürlich jetzt einen, ja, irgendwas Gutes, AOE-mäßiges, mit dem ich jetzt nicht rechne. Hellfire würde theoretisch reichen. Zumindest für meine Dudes. Ansonsten sieht es für ihn hier ziemlich schwarz aus. Das ist der große Vorteil tatsächlich gegen einen Pain Warlock. Wenn du ein aggressives Deck spielst, was gut traden kann, was trotzdem schneller ist, obwohl es tradet, was auch diesen Paladin so absolut broken gemacht hat damals, ist einfach eine schöne Sache. Ja, ich denke, er wird jetzt hier, er sieht, dass er hier keine Chance mehr hat und lässt jetzt die Zeit auslaufen, was ein bisschen traurig ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber ich meine, hey, so können wir uns doch noch ein bisschen unterhalten. Denn, liebe Leute, ich mache jetzt an dieser Stelle einfach mal hier ganz dreist ein bisschen Werbung in Anführungszeichen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, liebe Leute. Das supportet mich nämlich und gerne auch ein Abo. Das supportet mich kostenlos zusätzlich, denn viele, viele Leute haben noch gar kein Abo dagelassen. Die schauen sich das Ganze hier halt einfach so an nebenher, was auch eine sehr, sehr schöne Sache ist natürlich. Ja, das ist natürlich ziemlich uncool für dich, gell, weil damit hat es halt leider nicht so funktioniert, wie du das gerne hättest, mein Freund. Und falls ihr ein Abo dalasst, liebe Leute, könnt ihr auch teilnehmen an der kleinen Überraschung, die es geben wird, wenn wir es schaffen, bis zum 31. Dezember, also bis zum Ende dieses Jahres, noch die 3500 Abonnenten zu knacken. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Teil der Community werdet und dann vielleicht ja auch an diesem kleinen Bonus, das wird irgendwie eine Verlosung oder sowas geben, wahrscheinlich, dann teilhabt. So, liebe Leute, das war also dieses Dude-Deck. Ich möchte mal wirklich sagen, es ist stark. Ihr könnt damit wahrscheinlich sehr, sehr hoch ranken. Ich würde mal behaupten, es geht definitiv in Richtung Legend, wenn ihr es ein bisschen zu spielen lernt. Es ist eins der stärksten, aggressiveren Decks, die momentan hier im Wild existieren. Es kostet jetzt auch nicht so unendlich viel Dust, da ihr, wenn ihr schon ein bisschen länger spielt, Baku, wie auch wahrscheinlich Leeroy schon standardmäßig habt. Das sind so diese Karten, die man eigentlich hat, wenn man früher schon gespielt hat, weil Leeroy war einfach der Agro-Boost ohne Ende und Baku, wie auch Gen, waren so diese Standard-Craftables, die ihr euch vor einer Weile gecraftet habt. Aber ja, es ist ein wirklich schönes Deck, sehr, sehr gut zu spielen, kann man auch noch ein bisschen budgetieren. Wichtig ist halt nur, dass ihr euren Baku habt, der ist wirklich super important, weil sonst funktioniert dieses Deck nicht so ganz. Ansonsten, ja, probiert es einfach selber mal aus. Der Deckcode findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Daumen nach oben, wie gesagt. Supportet mich kostenlos und ihr bekommt euren Content. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bleibt gesund, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.